Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map mit Kenan heute. Hi, hi, hallo. Ich Nee, bin keiner. war das wieder Ham City? Heute mal ausnahmsweise zusammen mit Raptor City. Und ich habe ja in der ersten Folge, glaube ich, noch entdeckt, dass hier irgendwo ein Baumstamm umgefallen ist und der gerade Ja, aufgesprengt. hier. Endlich jemand, der mir geholfen hat. Habe hier eine Truhe in diesem Loch gefunden und plötzlich fiel der Baum um. Ich glaube, ich sollte mich waschen. Also warte, gibt's einen weiteren Knopf. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Die letzten 5 Tage waren furchterregend und es stinkt. Als Dank gebe ich euch etwas vom Schatz ab. Danke. Ich habe stählerne Ritterstiefel. 3 maximale Gesundheit minus 2,5 Geschwindigkeit. Minus 1 Speed. Hydrobrustpanzer Protection 1. Ich habe Bei jetzt da. Max Health minus 1% Speed. Oh, das ist voll cool. Cool. Ich habe jetzt mehr Herzen und weniger Hunger. Ja. Ich habe nur noch 2 Herzen, ein. Warte, warte, warte. Nein. Moment. Alex, Alex, hinter dir. Richtig. Hinter dir. Ja. Geh weg. Schlag mich nicht. Nein, ich habe gerade einen Health-Drug. Hier bist du aber noch ein. Du Jawohl. hast zwei. Danke, sind Brüder. Bruder? Sind wir Brüder? Ich hab schon vergessen, was wir sind. Nee, Schwieger. Sag ich ja. Auf, Rappi. Ciao. La 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 la. Alter! Jetzt habe ich keinen Kuchen mehr und jetzt muss mich jetzt wieder 3 Wochen für weitere 4 Kuchen arbeiten. Nehmt das und geht bitte. I make a neuer Erfolg freigeschaltet. I make a cake. Vernasche die Kuchen von Els. What else? Ihr habt allen meine Kuchen verspeist. Ja, und Rabbi hat mir mit einem halben dieses. Ja, du hast auch schon einen. Es regnet Tacos! Lol. Mephisto wurde ohnmächtig. Ich habe 3 Tacos. Was? Du Happy? wurdest ohnmächtig. Nicht Tagträumen. Ja, Ich ich habe habe mich 3 gerade mal Tacos. umgebracht, dass ich wieder laufen kann. Happy tagträumt? Ich habe 3 Tacos. Ja, sag ich ja, gerade tagträumen. Miss Els. Piggy! Grinse Katze Daisy. Els, du bist richtig faul. Wir lassen nicht noch mehr Kuchen. Ich habe eine Kuh gefunden. Okay. Okay, da brauchen wir einen So. Eimer. Das ist eine Quest. Wo ist die Kuh? Wo bist du? Beim Stall hinten. Wo bist du Beim schon drin? riesigen Weizenfeld. Ich bin gestorben. Oder ich habe mich umbringen lassen, sowieso. Und ich habe meinen Spawnpunkt dort gesetzt. Und ich habe Hannes gefunden, der was. Oh. Ich gebe mal meinen Goldstab aus. Vandalismus auf Scavenport. Betrunkene Mörderosen zerstören den Hafen. Und ich glaube, jede Person hat in jeder Folge eine andere Stimme. Ist natürlich beabsichtigt. Okay. Wo bist du? Bei der Da. Moon. Ja, wo bist du, Rappi? Bei. Nein, Ah, ich hab Milch gefunden. Oh, Taco-Köpfe. gib mir noch einen. Ja. Sind die Taco-Brüder. Ach, hier gibt's Essen. Artefaktischer Apfel.
Ist natürlich das Frage, die Frage, was gibt am meisten Essen? Gebratenes Steak. Aber ich will mir jetzt noch nichts kaufen, denn ich will jetzt meine Gerüche mal wieder haben. Der Gerüche, Mann. Erfolge. Erfolge 2 von 30. Hauptquest 1 von 5. Nebenquest 0 von 10. Sonstige 1 von 15. Hallo, Gerüche, Mann. Eure Geschichte zwingt mich fast dazu. Warte mal. Oh, er hat auch Tinti. Bitte was? Man kann. Mit den Handeln. Ja. Achtung, neuartige Virenkrähbewohner auf Skaft an. Ich glaube, das soll heißen, Achtung, neumodische Wirtenkräften, welche Bewo Das ist. Bewohner auf S Savenport an. Gekonnt in die andere Richtung gedreht. Was ist? Nicht? Warte mal, irgendwo gab es ein Haus zum Aufsprengen. Ja, das war in der besten Folge. Mit den ganz kleinen, langsamen, kleinen Nachrichten richtig schön. Hier sind wir falsch. Ja. Ich sagte dir doch, hier sind wir falsch. Ich kann nicht mehr laufen. Ha, wer ist jetzt der Schnellere, du Noob? Ich. Nicht. Jetzt bist du schneller. Ich bin um 1,5% schneller als du, also ja. Piraten haben Scammer mal ange. Ja, ich lese es jetzt nicht immer vor. Eine Bewohnerin wurde dabei entführt. Das war meine Frau. Hier. Das wollte ich aufspringen. Hallo? Warte mal. Kurz Verbindung trennen. Und dann nochmal gleichzeitig joinen. 3, 2, 1. Was? Wir hätten, glaube ich, nicht so davor stehen bleiben sollen. Nicht? Hoch. Falsches Jahr. Ja. Nicht? Nice. Das sieht sehr fett. Brrr, es ist schrecklich kalt. Wir sollten wieder herkommen, wenn wir die richtige. Oh. Fantastic Movie. Na, ja. Ja. Wieso werden wir jetzt schon wieder von diesem dreckigen Pack angegriffen? Ich weiß auch nicht, wieso. Werde ja gar nicht, Lügner. So, dann wollen wir mal zum Hafen, oder? Ist es der richtige Hafen? Ja. Ja. Da ist die kleine Holzfuße. Lalalala. Ich Hallo, bin gar nicht hinter Mordsoße. dir. So. Ich würde einfach hochgehen, aber bin nicht runter. Wieso nicht? Weil hier Captain Jacks Westwind ist. Ja, ich habe gerade hier nur geguckt und das Tier Hier ist Captain und Jack Westwind. Wohin wollt ihr reisen? Chalanchia oder Impruninati? Impruninati. Aber. Captain, was findet erinnert mich irgendwie an einen anderen Captain? Ja, vielleicht nicht an Captain Jack für Morgenröte, oder? Nö. Rabbi, ich glaube, wo geht's weiter? Genau. Genau. Wo geht's weiter? Genau. Genau. Wohin? Und wohin Wohin genau? genau?
Kann ich nicht ne, das Plätzchen einfach stehlen und essen? Was machst du, Rappi? Hä, wieso? Warte, Rappi, das gehört sich nicht. So. Wir sollen nicht in diesem Modus sein, glaube ich. Gut. Ich kaufe mir jetzt was zum Essen. Rabbi? Oder? Ja. Also, bist du nicht noch da? Nicht, nicht, nicht. Nein, ich habe gerade eine Scheiße gebaut. Ich will es gar nicht wissen. Ich spreche mal mit dem Was Typen. hast du gekauft? Essen. Für mich. Ganz allein. Stimmt, ich habe hier noch Essen. Ich nicht. Ja, Ja, jetzt. und jetzt. Wo bist du? Weg. Hat. So. Rabbi? Wie kommen wir jetzt weiter, wirklich? Ich. Ja, gute Hochzeit Frage. endet im Blutrausch. Hochzeitsplaner Georg WW Maritim und Walden frei spurlos verschwunden. Schafe bitte nicht töten. Bei den Schafen hier hinten ist noch ein Goldblock. Rabbi! Ausgeburt von der Hölle! Wilde Meerschweinchen greifen Bewohner von Scavenport an. Hier Ja. hinten ist noch ein Goldblock. Wo? Bei den Schafen. Ach so, ja, Bei klar. dem Getreidefeld. Aha. Bei den Schafen. Wo sind die Schafe? Nicht in das Haus. Aber hier sind auch Schafe. Butterblume. Zum Beispiel. Hier vor euch auch noch mal Klopapier. Schau, wie schön dass das seine Pferd dich anguckt. Das freut sich. Und wo jetzt genau? Wohin genau? Das muss klar zum Klopapier folgen. Checkpoint schon gesetzt. Ja. Schafe bitte nicht töten. Dann machen wir das mal. Schaffe bitte nicht töten. Sprengen TNT. Mephisto, wieso bist du sicher, dass wir hier springen sollten? Ein Goldblock markiert doch eine Stelle, wo wir sprengen können sollen. Oder irre ich mich? Das ist, da liegt so richtig dann auch, also doch friedliche Schafe. Und hieß es, dieses Sprengen wird keine negativen Folgen. Schafe. Spieler! Hi. Schafhirte. Hieß es! Du kennst diese Person? Ja, das tut er. Und ich möchte von dir wissen, ob es dir Spaß bereitet, meine friedlichen Schafe umzubringen. Nachdem du meine Existenz in einer anderen Dimension zerstört hast, reiß dich in diese Welt, um von vorne zu beginnen. Ich erschuf eine neue Schafsfarm, stellte Schilde auf, um meine Schafe zu schützen, und sie lebten lange. Bis ihr kommt, sie brutal weggesprengt hat und hofft, für diese Grausamkeit mit einer geheimen Schatztruhe belohnt zu werden. Doch nun werden meine Schafe aus ihren Gräbern hervorschreiten und Rache üben. Wirklich? Erneut? Deine Zombie-Schafe habe ich bereits besiegt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Zombies sind nun unbesiegbar und in 3D sehen sie viel furchterregender aus. Macht euch auf euren Untergang bereit, Spieler. Oh nein, es ist ein Zombie-Schaf.
Ich habe einen Knochen. Ich werde dich mit meinen Knochen besiegen. Die Schafzombies sind wirklich unbesiegbar. Was sollen wir nur... Mir kann helfen. Nehmt uns und wir vernichtet diese Kreaturen. There's a zombie in on your lawn. There's a zombie on your lawn. There's a zombie on Leulan. Die sterben trotzdem nicht wirklich. Mephisto wird ohnmächtig. Ha! Ich bin tot. Ich hab's geschafft. Hab gewonnen. Noob. Tschüss, Happy. Ah. Muss man vielleicht sterben? Glaube ich nicht. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr zu dir. Stirb mal. Nein, mach ich ganz bestimmt nicht. Stirb mal. Happy? Ja. Ich glaube, es war gut, dass wir die Schafe getötet haben. Ja. Hat auch viel Spaß gemacht. Vor allem die Anspielung auf... Oh, Hilfe! Leck, das war kein guter Leck. Looten und leveln, looten und leveln. Draußen sterben die nicht. Ich tippe mich mal zu dir. Die sterben dich. Ich wurde ohnmächtig. Bist du schon weitergekommen? Ich bin gestorben. Oh, die kann man wirklich töten. Oh. Fuck! Ja. Ich komme nicht mehr hin. Wahrscheinlich nicht. Shit. Wir haben die Nebenaufgabe verkackt. Warte. Ich glaube, es geht nicht mehr. Gut, keine Schafe retten. Tschüss. Dann einfach den Weg entlang, würde ich sagen. Dieser Zombie. La 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 Übrigens, das mit la. der Sonnenblume war eine Anspielung wahrscheinlich auf Pflanzen gegen Zombies. Sag nicht sowas. Nö. Ah, nö. Zombies Nö. mit Pflanzen bekämpfen ist das so abwegig und kommt in keinem Videospiel vor. Nö. Kommst du nur so auf Plants eine vs. hirnrissige Idee? Zombies, Plants vs. Zombies got in war for. Auf geht's nach Scavenport. Ah, okay, die Nachbarstadt haben wir erreicht. Die noch geschlossene. Hallo? In dieser Stadt befinden sich nur Leute mit hohem Ansehen. Aus diesem Grund lassen wir keinen Gesindel wie euch rein. Uns ist aufgefallen, dass Piraten Scavenport unsicher machen. Daher verweigern wir erstmal allen den Zutritt in die Stadt, bis das Problem gelöst ist. Okay. Halt den Mund und lass uns rein. Ja. Nein, ich hab jetzt mal weg. Ja, wo kommen wir jetzt raus?
Der schläft wirklich 24/7. Kommst du nochmals mit Gerüche, Mann? Ah, eure Geschichten zwingt mich fast. Eure Geschichten zwingt mich fast dazu, selbst mal etwas zu erleben. Nicht. Okay, lass uns nachdenken. Ich denke und Ken ich konnten wir in der denke. Kanalisation irgendwo sprengen? Haben wir das vielleicht übersehen? Glaube ich nicht. Aber wir können ja noch mal nachschauen. Ne, den gucken wir nach. Warte mal, hat er nicht von zwei Eingängen gesprochen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ein, zwei Eingänge, aber nicht drei oder so. Ah ja, es gibt zwei Eingänge. Ja, wo ist der So, zweite? ich kann das sogar zitieren. Zitieren. Weititieren. Sorry, aber der. Rabbi? Ja. Hilfe, ich hab Mama! Meerschweinchen! Bitte was? Meerschweinchen! Wo? Süß. Ich guck mal, ja. Das Meerschweinchengehege. Hier kommen böse Baby-Zombies raus. Also Pigment-Zombies. Oh. Aber das war vorher noch nicht da. Denkst du? Ich glaub schon. Bestimmt. So, lass uns mal umgucken. Also hier ist nichts mehr. Außer Feuer. Warte mal. Bist du gerade nochmal unten runter gegangen? Ich denke mal, dass wir in diese Richtung gehen sollten dann. Dann brauchen wir aber einen Bogen. Und Nee, eine in die. Enterhaken. Was? Nein, in die. Ja, da, Also wie willst über du da der Erde hochkommen? in die Richtung. Ach Über so? der Erde. Glaube ich nicht. Weil das ist Richtung Hafen. Kommst du noch mal aufs Schiff hoch? Ich gleich. Hier kann man rein. Echt? Hier ist der andere Eingang. Ich sterbe. Hast du was zum Essen? Ja. Aber dummerweise gibt es da keine Kiste mehr. Nein. Achso, das ist nur der zweite Eingang. No. Den habe ich ja gesucht, ob da noch was irgendwie hätte sein können, aber nein. Essen? Nicht nur wir essen. Wow. Hilfe, ich habe noch drei Herzen. Nein! Jetzt sinkt das Essen auf den Grund. Bist du dumm?
Doof. Ja, du bist doch von mir weggeschwommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich selber jetzt sterbe. Ach, ich bin auf normal. Aber was ich mich immer noch frage, wo dass war hier das ein Portal? Goldblock ist vielleicht. Wo soll ein Goldblock sein? Auf der anderen Seite vom Haus. Okay, bin gleich da. In welchem Haus? Wenn, Von gleich wenn du da. am Hafen. Ja, ich hab gerade Hinterm Haus. auf mich gewartet hast. Bitte. Ich habe nur drei Eingänge aufgesprengt. Vier. Nee, oder? Ernsthaft? Nein. Verdammt. Was? Jetzt haben wir TNT verschwendet. Woher könnten wir einen Bogen bekommen und einen Pfeil, das ist ja auch noch wichtig. Und den Enterhaken. Und den Enterhaken gibt es ja auch. Yep. Vor allem Hamseti hat uns alles wieder weggespammt. Sprich, jetzt können wir nicht mal mehr nachlesen. Ah, das war's. Oh Gott. Fragezeichen. Bestätigen. What? Reset. 9, 8, 7. 16? 35? Oh, Rappi! Ja. Weißt du noch die Zahlen, was ich vorhin gesagt habe, als wären es Lottozahlen? Nein, leider nicht mehr. Das sind aber diese hier. Warte mal. Nee, ich habe schon im Chat nachgeguckt. Da steht es nicht mehr drin. So was haben wir gespammt. Vielleicht sagt das nochmal, das waren ja Nachrichten. Also müssen wir einfach nur die Nachrichten wieder triggern. Viel Spaß bei dem Meerschweinchen, Rappi. Ich hab kein Meerschweinchen. Rappi? Ja. Ich glaube, wir müssen bei der Folge ein bisschen schneiden. Wieso? Wieso wohl? Alles ungeschnitten. Och nein! Hä? Ach doch. Na, geht aber nichts weiter, gell? Danke. Ja. Wo bin ich denn jetzt wieder? Du bist genau wie ich rein. Oh, Rappi. Du bist in mich rein. Ich kann nichts dafür. Ich komme raus. Du bist in mich rein. Irgendwie muss man hier anders rauskommen. So komme ich nämlich nicht raus. Ne. Wow. Ich komme hier nicht mehr raus.
Der hat die Klappe falsch herum da. Hi. Ah, endlich. Gern geschehen. Da konnte ich nämlich, weil die falsch herum da reingebaut hat, kann man da nicht hochspringen. Da ist nur der Friedhof da hinten. Wo kann man noch was aufspringen? Man weiß ja, man sollte überall alles aufspringen. Rappi, wir haben übrigens schon eine ganze. Was soll das? Wirf deinen Müll mal anders. Was ist? Wo bist du? Beim Hafen. Welchem? Im Hafen. Beim Haupthafen. Mit dem Schiff, mit unserem Schiff. Ich hoffe, dass keine schrecklichen Menschen, die meine Mülltonne voll krümmeln. Tja, und was Rappi jetzt zu Oscar sagt, sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde das, glaube ich, ein bisschen zusammenschneiden auf 20, auf 10, 20 Minuten. Und Rappi, deine letzten Worte. Bye, bye, bye. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.